Hallo zusammen, das ist mein Volkswagen ID.7 und das ist ein ID.3 GTX. Wenn ihr mir schon eine Zeit lang folgt, dann wisst ihr, dass ich einen ID.3 First Edition Plus hatte für 3,5 Jahre. Ich habe diesen ID.7 seit dem 15. Dezember 2023 und einen Tag später habe ich meinen ID.3 abgegeben, der war ja auch Leasing. Und ich bin seitdem kein ID.3 gefahren. Und nun bin ich jetzt über eine Woche damit gefahren und es gibt so viele Dinge im ID.3, die ich ein bisschen vermisse, aber es gibt auch einige Dinge, die im ID.7 viel besser sind. Das erste ist die Größe. Der ID.7 ist einfach um einiges länger, 70 cm länger und das merkt man einfach. Obwohl der ID.7 wirklich einen guten Wendekreis für seine Größe hat, ID.3 Wendekreis ist noch viel besser und er passt einfach viel leichter in die Garage. Ich komme leichter raus, ich kann hier rumfahren, rangieren in einen Parkplatz rein. Das ist mit dem ID.3 alles besser, man sieht besser, wo das Auto zu Ende ist. Das hat einfach was. Der ID.7 hat natürlich einen viel größeren Kofferraum, aber ich brauche ihn nicht. Ganz selten brauche ich einen größeren Kofferraum. Ich habe den ID.7 nicht wegen der Größe gekauft, sondern wegen dem Komfort. Das ist mir einfach sehr wichtig. Und manchmal brauche ich den Platz, das stimmt, aber ganz, ganz selten. Und ID.3 ist halt Kofferraum viel kleiner, das stimmt. Aber wenn ich mal mehr Platz brauche, ich kann es auch hinter die Vordersitze dahinter hin stellen, weil normalerweise keine Passagiere hinten drin haben, sondern nur unsere 3 Hunde. Und es gibt keine elektrische Heckklappe, da kann ich das wunderschön zumachen. Natürlich fehlt das, dass ich mit dem Schlüssel von Weitem aufmachen kann, aber per Hand aufmachen finde ich jetzt völlig okay. Was ich vermisse, ist die Rückfahrkamera. Im ID.7 ist die hier unten immer in den Elementen, immer dreckig oder nass. Ja, es gibt hier Sprühsystem, man kann es sprühen, aber es wird nicht wirklich wunderbar klar. Im ID.3 ist das hier drin versteckt und ist immer weg. Es ist niemals nass, es ist niemals dreckig, fährt aus, wenn man es braucht und fährt sofort wieder rein. Der hintere Scheibenwischer ist eigentlich nur dann wirklich fehlt mir, wenn jetzt in der Früh, wenn hier Tau oder wenn es geregnet hat, wenn das alles auf der hinteren Scheibe drauf ist und man fährt los, dann wäre es schon nett, wie es hier beim ID.3 ist. Aber wenn ich mit 100 ein paar Minuten fahre, ist das alles weg, ist überhaupt kein Problem. Ein Nachteil vom ID.7 ist das Volumen vom Innenraum. Es muss aufgeheizt werden, vor allem wenn ich alleine fahre und ich heize nur meine Seite. Dann kann es sich ein bisschen kalt anfühlen, weil er einfach so viel wärmen muss und der Rest ist noch kühl. Hier im ID.3 haben wir einfach viel weniger, 70 cm kleiner, das ist natürlich nicht alles im Innenraum, aber trotzdem, im ID.7 ist einfach viel mehr Platz und das muss alles aufgeheizt werden. Oder wenn man nur seine eigene Seite aufheizt, dann ist der Rest kalt. Was ich auch vermisse, ist das Cockpit. Hier kann ich wunderschön meine Fahrdaten sehen und dann alles gleichzeitig, alles hier. Ich muss nicht auf dem Bildschirm. Fahrdaten, Ladezustand, Reichweite, ich habe das Head-Up-Display hier vorne. Ich habe alles hier und ja, es ist jetzt auf keinen Fall im Weg, aber im ID.7 fühlt sich ein bisschen offener und freier an. Hier im ID.7 sieht man es, das Cockpit ist nicht da, aber es ist nicht notwendig, es ist halt schön mit den Daten. Head-Up-Display ist genauso da, sieht anders aus, weil ich noch ID-Software 4.0 drauf habe. Aber es ist halt ein bisschen offener, finde ich. Vor allem, wenn man da in der Nacht fährt, es ist schön dunkel vor einem. Die manuellen Luftauslässe, das ist halb-halb für mich. Ja, es ist manchmal nervig, vor allem für meine Frau, wenn sie im Auto ist und es bläst sie an und sie mag das nicht, dann kann sie hier einfach mit der Hand das ändern. Und im ID.7 muss sie in Klima gehen und dann das verschieben. Das ist halt ein bisschen nervig. Aber im Sommer muss ich sagen, mir hat das sehr gefallen, wenn es richtig heiß im Auto war und ich habe ihn gekühlt, dann hat sich die kühle Luft von der Klimaanlage eben bewegt, nach oben und nach unten und das war schon schön. Was mir nicht fehlt, was ich im ID.7 liebe, ist der Bildschirm. Hier habe ich halt nur 11,9, 12,9, ich weiß es nicht, Zoll und ich habe halt 15 Zoll im ID.7. Und das ist nicht nur einfach größer, sondern ich habe mehr Knöpfe. Hier habe ich nur 2, im ID.3 habe ich 3, im ID.7 habe ich 3, hier habe ich 3 und wo ich hier 4 habe, habe ich im ID.7 5. Das hat schon was, wenn man da mehr Knöpfe hat, die man seine Verknüpfungen dahin, Shortcuts hinmachen kann. Das mag ich schon sehr.
Das nächste sind die Sitze. Die Sportsitze hier im ID3 sind völlig okay. Ist wirklich kein Problem, dass man damit länger fährt. Aber die Sitze im ID7 sind einfach eine andere Welt. Sie sind allgemein viel bequemer. Die Sitzheizung funktioniert durch die Form der Sitze viel besser. Es fühlt sich wärmer an und schöner. Es ist auch in der Seite drin, nicht nur einfach am Rücken. Dann habe ich Sitzkühlung. Die kann ich im ID3 nicht haben. Und ich habe Massage. Im ID3 habe ich Massage nur hinten und nur an und aus. Ich kann nichts einstellen. Im ID7 kann ich sie am Boden hier unten am Po auch haben. Ich habe 10 verschiedene Programme. Ich kann die Intensität einschalten und wie lange das er massieren soll und alles. Es ist einiges bequemer und schöner. Im ID3, wo man das Handy hintut, ich finde das viel besser zum Rausnehmen und gleichzeitig laden oder so. Das ist besser gelöst wie im ID7. Allerdings sieht das Ganze viel sauberer und aufgeräumter aus im ID7. Das kann ich zumachen. Handy liegt jetzt hier drin und es ist halt nicht toll, wenn man mal was nachschauen muss. Aber ich kann das hier zumachen und dann ist das alles wunderschön sauber und aufgeräumt. Es gibt einen riesigen Unterschied und das ist der Komfort beim Fahren und die Lautstärke. ID7 ist einfach viel komfortabler, er ist viel leiser, sogar wie ein normaler ID3. Dieser GTX ist noch ein bisschen lauter wegen den 20 Zoll Reifen, aber trotzdem. Die Federung ist völlig anders, wenn man über Huppel oder Löcher und sowas fährt, wenn man auf der Autobahn fährt, ist einiges lauter wie der ID7 und einfach so komfortabel. Der segelt dahin, es ist wunderschön. Ich liebe das. Und im ID3 ist alles ein bisschen sportlicher dafür, auch muss nicht der GTX sein, allgemein. Aber dafür ist es halt komfortabler und für mich ist das wichtiger und deswegen liebe ich es immer noch, mein ID7 zu fahren. Es war schön, nach 10 Monaten mal wieder ein ID3 zu fahren. Macht wirklich Spaß und ich vermisse einige Dinge, wie ich gesagt habe, vor allem die Größe, wenn es jetzt um Garage geht, raus aus der Garage und so weiter. Auch wenn man fährt, wie weit die Hunde weg sind von uns. Man kommt ja einfach besser hin, wenn die nicht so weit weg sind. Aber wenn ich ein paar Kilometer fahre, dann vermisse ich sofort den ID7 und weil es einfach genau mein Ding ist. Dafür habe ich ihn gekauft und er zeigt das auch. Also er liefert, so gehört's, er liefert das ab, was er soll. Es ist schon eine andere Welt und ich liebe das. Wunderschön. Aber es war trotzdem schön, mal wieder ein ID3 zu fahren. Ich bekomme auch bald den ID3 GTX Performance mit 30 Kilowatt mehr. Ein bisschen mehr Power und er soll dann auch 200 km/h Höchstgeschwindigkeit fahren. Da freue ich mich schon. Kommt im Januar. Wer mir auf Instagram folgen will, BatteryLife1, und wer den Kanal unterstützen will, es gibt einen Patreon-Link in der Beschreibungsbox. Und hier auf YouTube gibt es Kanalmitgliedschaft. Und wenn ihr wissen wollt, was so hinter den Kulissen passiert, ich habe noch einen dritten YouTube-Kanal auf Englisch, Behind the Battery. Aber das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zusehen. Gott, noch einen wunderschönen Tag. Ciao.